Hallo und willkommen, ich bin MK3 und wie ihr seht, es ist natürlich nochmal Zeit für Warframe. Und heute ist es endlich soweit, wir packen uns die Quest The New War. Ja, endlich ist es soweit. Und bevor wir jetzt mit unserem guten Excalibur Umbra losziehen werden, vielleicht noch zwei Sätze hierzu. Ich habe keine Ahnung, worauf ich mich jetzt hier einlasse. Ich bin komplett blind. Ich meine, ich habe natürlich die Quests vorher gespielt, aber ich weiß jetzt nicht, was jetzt mit Ausnahme natürlich des Deathstreams, was mich gleich erwarten wird hier. Und wie ihr übrigens an die Quest rankommt, ist relativ einfach erklärt. Ihr müsstet fast alle Quests im Spiel schon erledigt haben. Und die wichtigste Sache vielleicht nebenbei noch wäre zu sagen, ihr müsstet einen Necromech besitzen und eben noch einen Railjack. Und das wären so im großen Zusammenhang die Voraussetzungen dafür. Habe ich in anderen Videos aber auch schon mal so angesprochen. Ah ja, und natürlich für alle Leute, die noch nicht viele Quests im Spiel erledigt haben und noch nicht wissen, was ein Operator ist und so weiter und so fort, die sollten sich vielleicht jetzt auch nicht durch meine Videoreihe hier spoilern lassen bei der Quest. Ja, ich empfehle wirklich, dass jedem erstmal für sich selber zu erleben und danach könnt ihr euch darüber lustig machen, was ich mir an abbrechen werde in den Videos. Ja, so rum wäre es vielleicht richtig. Es sei denn, ihr kommt nicht weiter, dann werdet ihr vielleicht sehen, wie ich auch vielleicht irgendwo nicht weiterkomme. Dafür können die Videos natürlich benutzen. Und wir verschwenden noch keine weiteren Sekunden mehr, sondern wir gehen kurz zum Codex und starten mal The New War. Sieht aus wie mutierter Ballas. Nehmen wir es mal gerade, wie es ist. Und starten wir mal. Starten wir mal einfach hier. Und wir müssen natürlich noch hier, das habe ich in anderen Videos aber schon erwähnt, was hier mit auf sich hat. Wir können nämlich wahrscheinlich danach nicht mehr normal im Spiel spielen, bis wir die Quest durch haben. Dann gehen wir mal New War ein und hoffen aufs Beste. Und ich hoffe auf, dass kein Bluescreen mehr alles zerschießen wird. Verbleiben wir erstmal so. Gehen los. Okay. Wir wabern sehr nach links und rechts mit dem Ladebildschirm gerade. We are seasons. All of us. Growing in the light. Fading in the dark. But once the same, yet ever changed. Don't be afraid. Brothers dead.
Only call 175. Okay, wir spielen also mit Karl 175. Wir spielen mit dem Grenier, dem leider das Auge raushängt. Brother, the worms have swarmed the sector, but we will prevail. Regroup on my beacon. For the queens. Mhm. Oh wow, ist noch nicht besonders schnell. So ein Machete am Bein hier montiert und seine Krakata hier. Robben wir mal der Sache hier entgegen. Okay. Das sieht sehr, sehr aus, wie dass die Grenades das hier nicht gerade am Gewinnen sind im Kampf. Ja, und eben haben wir quasi kurz in dem Anfangstrailer nur kurz gesehen, die wichtigen Charaktere womöglich dieser Story, aber gehen wir erstmal weiter. Crash. Call help pilot. Call finish mission. For the queens. No. Run, maggots. Run. Boah, der hört ziemlich krass zu, wenn er die einfach one-shotten kann hier. Oder haben wir eine andere Waffe hier gerade? Sieht nicht danach aus, oder? Egal. Yeah, Deckung. Nein, dahinter. Oh nein, auf der schräge Baum war ein Fehler. Mensch, Mensch, so ein Grenier kann ganz schön am Rad drehen, wenn er mal will. Nee. Gut. Is dead. What is mission now? Mission! That bloated conjurist swats us down like flies! We're grounded! Call stop. Tell call. Impossible! Even if you could get close to that thing, they'd eat you alive! Wow. Oh, jetzt haben wir noch mehr davon. Oh, wir machen keinen Schaden. Halt, halt, halt. Und, ja. Mit den Worten weiter aufs Ziel zu, alles niederschießen und niederhacken. Eat alive? What if food is bomb? Brother Carl. Yes! Find something with a high enough yield. Hurry! Yeah.
Mehr Dacker. So. Ist irgendwas mit einem Bämmchen hier hinten oder so, oder? Oh, wait. Können wir den Kampftrommel vielleicht missbrauchen hier vorne? Wäre das eine Option? In den Worten ja, wenn ich es nicht überhitzen ablassen. Ups. Okay, die Dinger also auch wieder ab. Zu wissen. Gut, gut, weiter. Ja, sehr apokalyptische Landschaft hier gerade. Ja, das. Oh wow, wir haben gleich keine Muni mehr. Ich hätte ein bisschen was aufsammeln sollen. Kann ich das mitnehmen hier? Nein? Okay, weiter geht's. Ich glaube, ich bin ein paar Muni-Posten vorbeigelaufen. Wir müssen uns eben durchhacken. Uiuiuiui. Oh nee. Ich dachte jetzt gerade schon. Die Blumen wollen mich hier angreifen. Ne, nicht ins Feuer laufen, Junge. Okay, jetzt aber. Go. Hey! Schnell, bevor das nochmal schießt. Oh, jetzt sollen wir noch rumschleichen, wenn wir nicht gesehen werden. Oh, ah ja. Ist die Frage, ob ich, wenn ich mich wo drunter stelle, ob die mich da noch sehen kann. Komm, schnell durch. Schnell. Schade. Selbst als Grenier kann ich die Dinger nicht irgendwie steuern. Oder bedienen. Ich bin gerade wirklich ein bisschen auf der Suche gerade vor allem nach Munition. Warte mal, steht hier vorne nicht mal so Munition bei diesen Dingern immer? Hier. Yeah. Oh wait. Doch, passt. Alles gut. Okay, jetzt haben wir wenigstens Munition. Jetzt sieht es auch deutlich besser aus. Gut, nein, nicht hier der Weg. Der Weg ist schlecht. Wo sind sie? Okay. Der verrät mich nicht mehr. Ah, ich bin da vorbei. Vielleicht nehme ich doch die lieber die andere Seite. Ah, das sieht besser aus. Lauf. Call sneak good. For the queens. Mm.
Ja. Eieieiei. Ich wollte eben schon sagen, und das ist eben der Nachteil, wenn man diese Sprungpanzer hat, landen sie womöglich auf der verkehrten Seite mal. Oh, wir haben vor allem... haben wir jetzt gerade erstmal eine Prime-Waffe. Noch eine Prime-Waffe von dem guten Rhino geklaut da. For the Emperor! Oh, wait. Left. What? We did it! Oh. Ich hätte fast gesagt, denn willkommen Frieden. Okay, das war schon mal der erste Eindruck der Grineers. War schon mal auch ein neuer Warframe, der unbedingt die Plains of Island wollte, gerade wo der Angriff kam und schon wurde niedergeschossen. Hey, aber dafür haben wir wenigstens kurzweilig mal ein Prime-Schrotgewehr gehabt. Wie war's? Die Grineers sind gar nicht so scheiße, wenn man sie erstmal spielt.